Naja, der ganze Arbeitsmarkt, der ist im Umbruch. 2025 werden uns 24% der benötigten Arbeitskräfte am Markt fehlen. Und im Jahr 2030 werden wir in Deutschland erstmalig in der Geschichte mehr freischaffende Freiberufler haben als festangestellte Mitarbeiter. So, jetzt kann man vielleicht den Fachkräftemangel noch mindern, indem man Fachkräfte aus dem Ausland rekrutiert, aber Führungskräfte kann man nun nicht mal über Nacht herstellen, indem man sie ausbildet, auf einen Kurs schickt oder trainiert. Führungskräfte wurden Führungskräfte aufgrund langjähriger Erfahrung und natürlich einer Begabung für Menschenführung. Na, Interim-Manager lösen ja schon einige Jahrzehnte zwei große Aufgaben der Wirtschaft, nämlich einmal die zur Verfügungstellung von Führungskräften und zum anderen decken die Spezialthemen ab, die normale Manager nicht abdecken, weil diese Themen viel zu selten vorkommen. Beispielsweise Restrukturierung, Werkstilllegung, Internationalisierung, der Markteintritt in bestimmte diffizile Märkte. Das sind Expertenthemen, die Experten erfordern. Naja, es gibt vier große Herausforderungen. Zunächst einmal, das große Thema ist ja, Talente überhaupt zu finden und zu halten. Das nächste Thema ist, mit Mitarbeitern umzugehen, die anders behandelt und anders geführt werden müssen, weil sie nicht mehr auf der eigenen Payroll stehen und deswegen anders ticken, anders funktionieren und auf andere Motivatoren ansprechen. Dann haben wir natürlich das Thema völlig neue Arbeitsweisen. Ja. Also ChatGPT, KI wird unsere Arbeitswelt nachhaltigst verändern. Ja. Alleine in der Verwaltung werden höchstwahrscheinlich 40% aller Aufgaben durch KI übernommen werden können. Das bedeutet für Führungskräfte, wir müssen uns darauf einstellen, weit verstreute, diverse Teams aus der Ferne steuern zu können, weil natürlich ein Nebeneffekt der KI und der Digitalisierung der Punkt ist, dass nicht mehr morgens Millionen von Leute in Millionen von Büros fahren müssen, um genau in diesem Büro den ganzen Tag vor einem Computer zu sitzen, was sie auch sonst wo machen könnten. Die werden das in Zukunft auch sonst wo machen, nämlich entweder zu Hause oder irgendwo an einem sehr attraktiven Standort, wo sie einen besseren Work-Life-Balance haben. Und die vierte Herausforderung ist, dass das VUCA das neue Normal ist. Es wird nicht mehr die Beständigkeit und die Planungssicherheit geben, die wir uns wünschen und die es vielleicht in der Vergangenheit gab. Und das bedeutet, wir müssen alle flexibler, agiler und schneller reagieren. Warum schneller? Weil wenn wir nicht schnell genug sind, dann verändert sich die Umgebung und die Bedingungen viel schneller, als wir reagieren können und dann gehen wir unter. Ja, und das alles, das erfordert natürlich ein sehr tiefgehendes Verständnis von den Zusammenhängen von Motivationspsychologie. Es erfordert Organisationstalent, es erfordert Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz. Wo früher akzeptiert wurde, dass einer Chef wurde, weil er das Handwerk am besten verstand oder weil er der beste Buchhalter war, der beste Verkäufer, der zum Vertriebsleiter wurde. Das wird nicht mehr funktionieren, denn Führungsaufgabe ist ein Fulltime-Job und zukünftig wird derjenige Führungskraft werden, der am besten Menschen führen kann. Und es war schon immer ein Fehler eigentlich, den besten Handwerker zu befördern, denn wenn ich den besten meiner Verkäufer zum Verkaufsleiter mache, dann habe ich zwei Negativeffekte. Mir fehlt der beste Verkäufer draußen im Feld und ich habe vielleicht einen zweitklassigen Verkaufsleiter. Interim-Manager sind schon immer selbstständig und deswegen gewohnt, sehr flexibel vorzugehen und sich auf neue Situationen einzustellen. Also ein Interim, der nimmt, wenn es sein muss, das Muster der Tapete an, um sich da einzufügen, wo er hingeht. Denn er muss ja innerhalb kürzester Zeit sich anpassen, Vertrauen aufbauen, seine neue Arbeitsumgebung begreifen. Diese Flexibilität, die setzt natürlich auch voraus, dass man offen ist für neue Technologien. Ja, in der Tat sind es ja die Interimsmanager,
die neue Technologien oft implementieren und treiben. Ja, keiner heuert einen teuren Interim-Manager an, damit der im Nadelstreifenanzug und seiner Anwesenheit den Boardroom dekoriert. Ja. Interim-Manager sind Treiber, das sind Macher, das sind Voranbringer, das sind Problemlöser. Und deswegen sind die Gold wert. Ja. Naja, warum sind Interim-Manager Führungsvorbilder? Weil die natürlich als Externe aufgrund ihrer Kompetenz und aufgrund ihrer Akzeptanz und ohne Druck, ohne Befehlsgewalt führen. Ja? Interim-Manager, dem folgen die Leute, weil sie das wollen und weil sie ihm glauben. Er kann sich ja nicht darauf berufen, dass er jetzt im Unternehmen fest angestellt ist und seit Jahren mit der Autorität ausgestattet ist, die dann auch gar nicht mehr in Frage gestellt wird. Ein Interim-Manager ist eine berufliche Führungskraft, der ja ganz viele in verschiedenen Branchen sich bewegt und hin und her springt und deswegen versteht, worauf es ankommt, welche Fragen er zu stellen hat, aber auch, wie er Menschen führen muss, nämlich eine fehlerverzeihende Kultur schaffen, wenn man Veränderung herbeiführen will. Denn Veränderung bedingt immer, dass man Dinge ausprobiert und Fehler macht. Und dazu braucht es eine fehlerverzeihende Kultur. Er muss loslassen können, denn ein Interim muss sich darauf verlassen können, dass in den Fachfragen seine Leute es besser wissen als er selber. Ja, der muss keinen Sneaker bauen, wenn er für eine Turnschuhfirma arbeitet. Der muss auch kein Pharmazeut sein, wenn er für eine pharmazeutische Industrie arbeitet. Ja, dafür hat er seine Fachleute und auf die verlässt er sich und deswegen kann er auch gut delegieren und loslassen. Und ein Interimsmanager ist natürlich immer kunden- und lösungsorientiert. Ja. Welcher normale Manager geht morgens mit dem Vorsatz ins Büro, sich so bald wie möglich selber überflüssig zu machen? Keiner. Ja. Nicht mal Unternehmensberater tun das, weil die sehr teuer nach Stunden und nach Tagen bezahlt werden. Ja, ein Interimsmanager hat dann seinen Job erledigt, wenn es ohne ihn geht. Ganz klar, Schnelligkeit. Wer nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht und wer nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung hat, der eiert nicht lange rum. Ja? Der ist entscheidungsfreudig, der greift Dinge an, der greift Dinge auf, der setzt Dinge um. Er ist ergebnisorientiert, weil er als selbstständiger Dienstleister ständig beweisen muss, dass er sein Geld wert ist. Deswegen ist auch nachweislich ein Interimsmanager derjenige Manager, der den höchsten Return auf Investment bringt. Jeder Interimsmanager in Deutschland bringt für jeden Euro, den er kostet, nachweislich dem Unternehmen zwischen 9 und 19 Euro Return. Finanziert sich also ganz locker mal ebenso selbst. Das kann man beileibe nicht von jedem Angestellten behaupten.